Cool. Ah, Rennscheine. Oh, was will der denn? Hab gehört, dass Leute bei der Totenstadt verschwunden sind. Gefährliche Gegend dort. Halt dich von dort fern, wenn du weißt, was gut für dich ist. Ja, okay. Totenstadt hört sich auch sehr einladend ein. Ich guck nochmal auf diesem... okay, da ist nix. Und nochmal im Shop. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Aber gerne. Ich hab nur das Feinste vom Feinsten. Der hat ein Maschinengewehr. Kauf ich. Danke. Und dann kaufe ich noch Muni, und zwar für den Stahlmunition kann ich mal ein bisschen kaufen von, ist ja nicht teuer. Und MG-Munition auch. So. Ich verballere jetzt einfach alles. Interessiert ja eh kein Schwein. Und was ist das? Scharfschützen. Ja, so, nee, da brauchen wir nichts. Ach, und Schrot auch nochmal. So. Und verkaufen wir unseren ganzen Klumpatsch hier. Genau. Das Bier, Konserven, Feldried und die Werkzeuge. Alles klar. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Adios. Haben wir jetzt genug Geld für? Oh ja, haben wir. Gut. Wirf sie. Wirf sie. Mal 10. Mal gucken, was passiert. Oh yeah, 3 Kills. Sehr schön. Wir haben noch 2. 2 Versuche. Ah ja. Wow. Multikill. 40 gewonnen. Dann mache ich mal weiter. Zwar, wenn ich gewinne, gehe ich einen höher. Oh oh. Shit. Das sieht nicht so gut aus. Oh oh. Ganz, ganz schlecht. Nein, verloren. Fuck. Tja. Dann, gehe ich mal nochmal einen runter. Red mir nicht immer ins Wort, du böser Mensch. Das ist schon mal ganz gut. Dasselbe nochmal und dann, ja, perfekt. Gewonnen, Bonus und. Ja, 40 Geld gemacht. Machen wir nochmal. Oh yeah. Fängt schon mal ganz gut an. Vielversprechend auf jeden Fall. Und schade. Oh Gott, jetzt bitte keinen Scheiß. Yes, gewonnen. Aber leider kein Bonus. Naja gut, das sollte jetzt erstmal reichen. Oh fuck, immer dieselbe Scheiße. So, hallo? Ah, gut. Gut. Gar nichts. Alles klar, dann gehen wir zum Bürgermeister. Das war wohl, glaube ich, die nächste Quest. Ja. Dass du unsere Straßen sicher machst. Also Sheriff und... Hallo Hunter. Sheriff und Bürgermeister. Gehen wir erstmal zum Bürgermeister. Weiß gar nicht mehr, für wen wir was gemacht haben. Gut, so, Sie hallo. Sind zurück. Jemanden wie Sie kann ich gut gebrauchen. Im Norden gibt's ein kleines Problem, das untersucht werden müsste. Okay. Ein paar Banditen graben in einem Krater nördlich von hier und schürfen angeblich reinstes Feldtrit. In deren Händen eine Gefahr für jedermann. Ich brauche Sie, um sich da oben mal umzusehen. Bringen Sie mir eine Probe von dem, was die Banditen da bauen. Okay. Ist eine lange Fahrt bis dahin. Durch verdammt gefährliches Gebiet. Rüsten Sie sich also bloß so gut wie möglich aus, bevor Sie aufbrechen. Okay. Vielleicht sollten wir dann noch mal ein paar Rennen fahren, ne? Sheriff. Da ging's irgendwie hier lang, ne? Hier und dann, ja. Hallo. Hi. Ach, Moment, der Paketdienst. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Stanley und dieser Paketdienst ist der Stanley Express. Mein Motto? Wenn Stanley es nicht liefern kann, dann kann's keiner. Aber wie du siehst, brauche ich Fahrer. Hab gerade ein paar verloren. Aber keine Angst, der Job ist simpel. Muss dir nur ein Fahrziel aussuchen und los. Geht natürlich nicht ganz ohne Zeitdruck. Unsere Kunden wollen ihre Pakete rechtzeitig haben. Okay? Aber wenn du pünktlich lieferst, gibt's auch gutes Geld. Kommst du zu spät, gibt's nix. Heißt schließlich Stanley Express, nicht Stanley Regionalzug. Gut. Ich habe hier noch ein paar Lieferungen. Das machen wir auf jeden Fall. Achte auf Banditen und die Uhr. Viel Glück. Man muss nämlich einfach nur fahren und dafür kriegt man Geld. Und das ist ganz easy eigentlich. Und das Geld kann man immer brauchen. So.
Lieferzeit. Wir müssen es pünktlich abliefern. And here we go. So, so. Das sieht man schon leuchten, wo wir abliefern sollen. Oh. Oh, wir haben hier Raketen drauf. Das ist natürlich cool. Ich hoffe, man muss ja nur durchfahren und das jetzt nicht einwerfen oder so. Oh, fuck. Das ist natürlich ganz schlecht. Aber sehr gut. So, weiter. Einfach weiterfahren. Go, go, go. Wir haben noch 1 Minute 16. Das sollte eigentlich funktionieren. Wir kriegen ja auch nur 100 dafür. Deswegen ist auf jeden Fall nicht einer der schwereren. Oder... Achso, und das ist in Helgas Siedlung hier. Geschafft. Weiter. Und da wir da portiert wurden, geht es auch direkt zurück nach Wellspring. Aber das machen wir jetzt durch. Wir machen jetzt alle drei einfach. Banditenpost. Alles klar. Achte auf Banditen und die Uhr. Viel Glück. Der ganze Müll in deinem Inventar ist genau das. Müll. Aber das mit dem Verkaufen haben wir schon begriffen. Ich habe ja Tendenz dazu in Rollenspielen. Ich bin nicht jemand, also ich spiele nie Zauberer. Oder quasi nie, wenn dann Kampfmagier. Und ich benutze fast nie Tränke, außer Heiltränke. Also nie irgendwas für 1 Minute mehr Stärke oder so. Verkaufe die aber nie, weil ich mir denke, eines Tages brauchst du das. Vielleicht, wer weiß. Und dann sieht es meistens so aus, dass mein Inventar entweder voll ist oder bei Spielen, wo es eine Gewichtseinschränkung gibt, habe ich immer 3/4 voll mit irgendeiner Scheiße, die ich eigentlich nie brauche. Aber gut, so ist das eben. Ich weiß noch, dass bei The Witcher 2, man die Tränke, irgendwie, man muss meditieren, man muss diese komische, Witcher-Meditationsphase gehen, was weiß ich. Da kann man dann auch warten. Das gibt es ja oft in Rollenspielen, dass man einfach wartet, was auch immer das bringen soll. Aber man muss eben meditieren, um Tränke zu nehmen. Und dann erstmal hat es eine halbe Stunde gedauert, bis ich das gerafft hatte. Und dann habe ich irgendeinen scheiß Nachtsichttrank oder so genommen, der mir mitten am Tag viel gebracht hat. Ei. Witcher 2 könnte ich eigentlich auch mal spielen nochmal. Habe ich nämlich nicht durch. War mir dann irgendwann zu doof geworden. Aber naja. Wieder zu Hagger oder was? Also was heißt zu doof? Ich weiß nicht, ich hatte einfach keine Lust mehr drauf. Ah, jetzt geht's wahrscheinlich zum Void oder so. Oder zur Arche. Ja, genau. Arche heißt es hier. Zeit wird knapp. Ich sehe aber schon das Ziel. Na, na komm. Ja, alles klar. Oh ne, ist hier bei dieser komischen Banditensiedlung. Geschafft. Er driftet nicht so gut, dieser Wagen. So, und jetzt noch das 200er. Willst du Cola machen? Was steht da? Nordexpress? Ne, Nordexpress. Achte auf Banditen und die Uhr. Viel Glück. Die Uhr sagt 3 Uhr. Wie viel Uhr ist es denn hier? Scheiße, geht nicht. 4 Uhr, alles klar. Fuck, falsche Richtung, fängt die gut an. Go. Nein, ich muss da hoch. Fuck. Wow, der war knapp. Okay, zurück. Komm schon. Kratz. Go.
man kann den Booster ganz gut benutzen, um nach so einem Drift schnell wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. Das ist auch ganz cool bei Sleeping Dogs. Gibt es so eine Funktion, da kann man rammen, also da macht das Auto so einen Satz in die Richtung, die man zuweist, und man kann damit Gegner, Polizei oder was einen da gerade verfolgt, wegrammen. Und es gibt ja auch Straßenrennen, und das Coole ist, wenn man quasi so 20 Meter vom Typen vor einem ist, kann man diesen Booster benutzen oder dieses Rammen benutzen, um einen Satz nach vorne zu machen, quasi bei dem anzukommen. Das ist ziemlich cool. Ich weiß zwar nicht, ob das so gedacht war, aber... Wow. Okay. Ja, das ist der Nordexpress. Da ist auch die Quest, wo wir gleich hin müssen. Irgendwie mitten in diesem komischen Ödland. Ich glaube, hier ist sogar der Ort, wo wir gleich hin müssen. Wir haben noch knapp 2 Minuten oder 1 Minute 1,5. Das könnte echt knapp werden jetzt gerade. Wenn ich mich eben verfahren habe. Oder fast. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir das ja nicht noch. Ich sehe gerade aber überhaupt nicht, wo das andere. Fuck. Das andere Ziel sein soll. Hier und dann hier hoch. Oder wie? Nein, eben nicht. Scheiße. Das ist ganz schlecht. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Komm schon. 1 Minute. Oh. Fuck. Oh. Hier ein Stückchen. Kommt da ganz gut rum, so. Hier waren wir zum Beispiel auch noch nicht. Okay. 1 Minute. Okay, jetzt geht's hier aber hoch. Nein. Fahr doch. 40 Sekunden. Noch 3 zu machen. Das würde mich wundern, wenn das noch klappt. Aber man weiß ja nie, ne? Kurve mitnehmen. Halbe Minute. Oh. Kommt schon, ich sehe das Ziel. Auf jeden Fall eins der Ziele. Hä? Kommt man denn da hoch? Nein! 15 Sekunden, okay, das war's. Wie soll denn das gehen? Das ist ja noch ewig weit. So viel Zeit haben wir auch nicht verloren. 4 Sekunden. Kriegen wir das noch? Yes. Und nicht geschafft. Das probieren wir jetzt aber nicht nochmal, das machen wir irgendwann später, vielleicht, wenn überhaupt. Und tschüss. So, jetzt müssen wir da quasi nochmal hin. So, so. Ist hier was Neues? Nee. So, hier raus. Mit dem Red Rod. Kann man die tun? Federung. Reifen. Achso, man muss die Sachen ja kaufen. Da haben wir jetzt aber nicht viel, ne? Waffen, Minikanonen, ja gut. Motor. Ach, wir wollten ja noch mit dem Sheriff reden, fällt mir gerade ein. Da gehen wir nochmal zurück. Hier, wo? Hallo? Ja. So. Ach, ja. Hallo. Pardon. So. Was geht? Du bist zurück. Sehr gut. Hab da ein Problem und ich glaube, du wärst genau der Richtige dafür. Aber der Norden ist zu gefährlich für so einen kleinen Buggy wie deinen. Da brauchst du schon was mit ein bisschen mehr Power. Du brauchst unbedingt einen Caprino. Ich habe hier ein paar Vorräte, die nach Norden müssen. Aber besorg dir erstmal eine anständige Karre, okay? Am einfachsten kommst du an den Caprino. Okay, fragen wir diesen komischen Jackie Weeks.